Pinguinpopulation ausgelöscht hatten, setzten sie sich ein neues Ziel, den Grafen zu finden, der sie zu Fafnir bringen sollte. Nebel stieg aus dem fauligen Wasser auf. Der Duft des Todes ließ sie im Innersten erbeben. Ice Cream des Todes. Nein, vor allem der Duft des Todes. Es klingt irgendwie so falsch. Es klingt irgendwie so falsch. Der Duft des Todes. Der Duft des Todes? Ich sag gelade Ice Cream des Todes. Achso, es klingt nach zu viel Chili und Bier. Ja. Yay. So. Alles klar. Willkommen zurück, Rallys und Rallinen. Wieder ein bärtiges Let's Play mit meinem Kollegen, dem Ogrim. Hallo, hallo. Wir drehen uns hier ein paar Runden und ich weiß gar nicht mehr, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir waren in der Mine, stimmt. Genau, wir sind aus der Mine raus und verfolgen unsere Nidorka i Kruvan, Gräber je Wettwen, Bretter, Render, Render, Nina Treskir. Skade wacht, Idera Treskistore, Ende Süperlek Blodjo, Neba Krimme Lekte Rüde Runte Krütan. Untote, aha. Das wird ja immer besser. The Walking Magica oder was? Ja. Also ich kann mich noch grob daran erinnern, dass Heilung effektiv ist gegen Untote. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob das auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Gucken wir mal. So. Da ist einer. Noch die Störung, da kommt. Uiuiui. Ja, Hilfe. Nee, Heilung bringt da nichts. Okay. Wies dich erstmal. Ah, aber ich hab ja noch mal ein cooles Frostschwert. Oh, Momo, Jennifer. Weißt du, wer das ist? Nee. Murray? Nee. Ich sag dir weg. Murray ist der sprechende Totenschädel aus Monkey Island. Ja, genau. Aus Monkey Island 3. Wie gut ist das denn? Der einzige, der mir gerade in den Sinn kam, war Mord aus Planescape Torment. Stimmt. Fliegende Totenschädel. Ja. Der war auch richtig gut. Ja, ein sehr schön. Wir haben die hier eingebaut. Schön, ihn wiederzusehen. Finde ich gut. Ja, ja, ja. Alter Schwede. Platzen ja. Danke. Bitte schön. So. Ach. Oh, sogar mit Leuchten. Gehen fort. Oh, drinne. Hilfe. Ja, Wasser auf mich. Oh. Ups. Okay. Jetzt habe ich einen Schutz gemacht. Achso, jetzt. Ich muss mich trocknen. Wow! Wow! Was ist denn das für einer? Das hat mich jetzt erschreckt. Alter. Ja auch. Du wirst erstmal nass. Black. Oh. Das Viech kann einen aufnehmen. Okay. Das kann einen aufnehmen? Hat er dich gepackt? Ja. Ne, so ein Ton nicht gut. Hörst du den Matsch da deinem Doppelstrahl, du Sack. Was sind das denn? Das sind auch Zombies. Ist aber nass, das passt. Oh, was? Warum kriegen wir los? Alter. Kann mich nicht bewegen, bitte. Gegen die hilft tatsächlich Heilung. Befreien. Achso, der hat mich gepackt. Oh Gott, Leertaste. Schnell. Was hilft gegen die? Heilung. Ach komm. Wow. Ups. Verdammt. Warte mal. Ich muss jetzt mal hier die Boys hier erledigen. Warte mal. Es geht auch so. So, erstmal weg hier. Gegen die hilft auch Heilung. Ja, Heilung ist effektiv. Ah, stimmt. Ja. Ich sehe es gerade. Weg. Das andere heilt die irgendwie. Stimmt. Warten, halt die. Das ist ja voll Banane eigentlich, ne? Wenn man so überlegt. Aber gut. Räumen wir rechts ein. Oh Gott, ich kotze. Wie ging das nochmal eigentlich mit diesen Heilkugeln?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber ein Heilschwert. So geht's natürlich auch. Ist Sword. W-E-S-T-R-G. Platzen sie alle. Genau. Schön. Also W-E-S-T-R-G. Nee, Shift-Rechtsklick. Ah, Rechtsklick, ja. Genau. Sonst Kreis. Oh, instant fallen sie um. Komm her, Dude. Gibt's die volle Packung für dich. Mal trocken machen. In dem Sinne haben wir echt leichtes Spiel so gesehen. Ja. Weil, wenn die jetzt gegen Heilung allergisch sind, dann hilft das ja uns, weil wir da gut Kämpfe annehmen. Saalplatz. Dich mache ich so. Strahl ihn mal. Oh, das sind die normalen. Geh da raus. Ja. Wow. Jetzt müssen wir auch noch differenzieren. Was ist denn das für ein Mist? Ups. Das sind die White Walker aus Game of Thrones. Die sind am Hasseln. Ja. So weit bin ich noch nicht. Achso. Hab ich jetzt gespoilert oder was? Ich sag nix. Ah, das ist einer. Ah, das sind Skelette. Okay. Und was ist mit denen? Ja. Die sind nicht so schnell, muss ich zugeben. Aber ein Frostschwert kann hiergegen auch helfen. Errungenschaft freigeschaltet? Eiszeit. Okay. Ich habe irgendwie gar keinen Spielesound. Du? Nee, gerade bin ich. Doch, jetzt habe ich wieder. Oh, ich auch. Hallo. Achtung, Feuer. Das sind die Klopsigen. Wenn wir hier. Renn! In der Hölle. Damn. Oh. Sehr schön, sehr schön. Moment, hier geht ein Weg ab. Ich will noch mal. Achso, man kann hier nicht lang. Scheiße. Das sah so aus, als würde es da ein Secret geben. Ich weiß hier nie, ob es hier angeht oder nicht. Ja, ich habe eben mit einem Kumpel gesprochen. Ich war eben am Pen and Paper und der hat das ja auch schon durch. Ah, okay. Er hat gesagt, die Sprüche sind gar nicht so leicht zu finden teilweise. Ja, das glaube ich. Also wir werden wahrscheinlich etliche übersehen haben. Ja, ich habe das Gefühl langsam auch. Weil es gibt so viele, ich kann mir fast die Hälfte, ich kann mir ja nicht mal die Hälfte davon merken, ey. Wem sagst du das? Ob das Wasser sei, ich weiß ja nicht mal den Phönix-Spruch mittlerweile. Obwohl der eigentlich mehr so suizidal ist. Wie ich feststellen muss das letzte Mal. Ja. Genau wie Kuhfaser, da muss man auch immer aufpassen. Ja, Kuhfaser muss man auch immer aufpassen. Auch gut, da ist ein Stein. Perfekt. Der wieder, ich hab gedacht, das wäre irgend so ein... Brave Digger. Alter! Oh! Untote Kreuzritter. Was hat die haben da ein Heilungsschwert oder coole Schwerter. Okay, die sind im Buff. Oh nein, ich weiß wieder. Ja, Gott, oh Gott. Ah, Heilung. Ja, stimmt ja. Waschen. Hä, hey, was ist. Was können wir mit denen jetzt machen? Warte mal. Boah, die halten ganz schön einiges aus. Also mit dem Schwert rangieren hier. Bisschen tricky, aber es geht. Kannst da auch die Heilkugeln einsetzen. Ach, das macht denen auch was. Ja. Perfekt. Slash ihn so lange mit dem Schwert. Oh, das war jetzt. Jetzt! Ich hab was fallen lassen. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Ich nehm's einfach mal. Alten Untotenklinge. Oh. Ein todkrank verfluchtes Schwert mit eigenem Bewusstsein. Schadenstyp, Mittel, Körpermittel und Gift. Extras langsam vergiftet. Oh, cool. Sehr schön. Interessant. Aber ich hätte gerne eigentlich mein Eisschwert behalten. Ich weiß nicht. Ich bin gerade ein bisschen hergerissen. Ach, komm, ich behalte mal. Was müssen wir denn hier machen? Geht nicht, ne? Warte. Hier, Rot. Robin. Felderholm.
Kein weiterer Text, nur eine Zeichnung von drei Hügeln. Der in der Mitte ein wenig was. Kann ich nicht lesen, war zu schnell. Können wir uns da durchporten? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Bin mir nicht sicher. Geht's auch nicht lang. Können wir was übersehen? Müssen wir die Steine hier vielleicht lesen? Irut Johann Pillestedt. Irut Meilin Eldenström. Die ruhen lauter Leute, aber. Ich sehe das nicht. Aufmachen! Aber das hat doch eine Lebensanzeige. Ja, das ist ja. Kaum angefangen, schon dümpelt wir hier wieder rum. Das gibt's doch nicht. Hier ruht Anton Steenmark. Hier ruht auch noch jemand? Untersuchen. Hier ruht Peter Lindgren. Augenscheinlich ein gestörtes Subjekt. Ha, wie kriegen wir das jetzt hin? Scheinbar nicht. Gibt's hier einen anderen Weg vielleicht? Hat die Inschrift auf diesem Stein vielleicht. Warte mal. Sollen wir die Kraftsteine hier irgendwie unboxen? Ups. Ne, die Grabsteine sind unzerstörbar. Ich glaube, mit ein bisschen Gewalt hilft. Das ist komisch. Das ist ein Bug? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Magik hat doch keine Bugs. Man kann mit dem Schloss auch nicht interagieren. Das ist merkwürdig. Müssen jetzt Tote beschwören, können wir das? Eine Möglichkeit geben, oder? Ja, also. Die Leiste ist voll, aber hier ist nichts zu bekämpfen. Das ist. Wir können doch nicht zurück, weißt weil du das was? Ist ja eine geschlossene Area, bitte. Ja. Ich guck grad mal. Einfach. Weil das ist ja schon komisch. Irgendwie schon, ne? Krieg ja auch keinen Hinweis. Deine geben mir auch keinen Hinweis. Grabsteine. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Untersuchen, untersucht euch jetzt, komm. Irut Andreas Almström. Das kann ich nicht, kann man nicht lesen. Er wird von einem Bart bedeckt. Ja, wie mein Gesicht. Irut, yeah, sonderbar. Bin hier nur am Rallen, aber weiter passiert hier nichts. Das ist eine gute Frage. Bist du schon ein bisschen schlauer geworden? Ich guck gerade. Ob ich irgendwas finde. Das hier sieht doch merkwürdig aus. Meine Güte! Dümpel hier im Wasser. Ist hier irgendwas? Nein. Okay. Ja. Haben Sie eine Information für mich, junger Mann? Ich habe eine Information. Wie wär's? Wir sind eigentlich so dämlich. Sind wir das? Wie wär's damit darüber teleportieren? Muss ich mir gerade am Bart kratzen. Also, ja, das habe ich auch schon in Erwägung gezogen, aber ich wollte es nicht sagen. Ja. Ne? Cool. Ich sage dazu immer einfach nichts. Kein Kommentar. Hestner Leber Kreber Bi. Rutanemern Admit Gatoren. Obi Rupepathe Bubelblasti Fafnir. Aha. Ich verstehe nicht, warum wir wieder gegen Fafnir kämpfen müssen. Fafnir war doch die Echse. Ich weiß es nicht mehr. Ich will das nicht. Ich auch nicht. Kontrollpunkt.
Hallo. Ist hier jemand? Ja. Sehr einladend auf jeden Fall. Was ist hier? Sie ist verschlossen. Das ist eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Da sind die. Hallo. Achso, Heilung. Der ist da. Wow. Hilfe. Ups. Verzeihung. Uiuiui. Du bist nass. Ich weiß, ich weiß. Ja, Hilfe. Geh weg mit deinem Meuchelding da. Ja. Nein. Geh weg, habe ich gesagt. Perfekt. Cool, du auch. Achso, stimmt ja. Die waren ja allergisch. Danke. Die waren ja allergisch gegen Heilung. Rein. Ja. Lass mich. Oh. Schön und geheilt. Besseres gibt's nicht. Ja. Das ist das gleiche Schwert? Ich glaub schon. Ja. Hallo. Die sind ja auch immun. Danke. Warum brenne ich denn? Achso, das sind Skelette. Ah, aber die sind ja auch allergisch. Wie gut ist das denn? Bäm. Ich mag das. Optimum. Die wieder. Wow. Komm hier rein. Ja, der will mich. Der ist spitz. So, jetzt. Together, we can do it. Feuerimmunitätsaura? Das will ich doch gar nicht. Ich will das. Der hat sich in ein Skelett verwandelt. Ich glaube, dass sie immun gegen Gift sind. Das Schwert macht ihnen überhaupt gar keinen Schaden. Au. Platz. Okay. Oh Gott. Das ist die Armee der Untoten. Das ist der Zauberer. Na, warte, das ist du kriegst jetzt. Ach, die wieder. Die sind aber allergisch gegen Schaden. Ja, oh Gott. Ja, Hilfe. Nein. Oh, ja. Ich erbreche mich hier gerade. Oh, das ist eklig. Ja, das ist, weil die einen Würgereflex haben. Boah, du. Gibt's jetzt. Der muss dran glauben, der Zauberer hier. Magic Man. Er brennt. So, mit einem Kotzschwert gebe ich ihm den Rest. Alter, was hat der denn für einen Stab? Ich weiß es nicht. So. Willst du ihn haben? Nee, nimm du den ruhig mal auf. Okay. Hä? Kann ich nicht aufnehmen, der rallt hier die ganze Zeit. Kann jetzt nicht, doch aber nicht mehr, oder? Kann nicht mit interagieren. Stab der Toten. Mit dem Stab der Toten muss sich keiner mehr Sorgen machen, wenn er Freunde tötet. Passiv erweckt Verbündete. Aktiv ach, keins. Ach, wie geil. Das heißt, wenn ich tot bin, werde ich automatisch wiederbelebt, oder was? Warte. Bleib doch ja, mal komm. Stehen. Hat er vielleicht meine Items? Kannst du doch gleich wieder aufnehmen. Stimmt. Gib dir mal Mühe. Ich stehe noch. Und nun? Das sollte eigentlich das Passiv sein, oder? Vielen Dank. Dann also, nicht. Jetzt habe ich die Zeitverzerrung wieder, weil ich den anderen Stab nicht mehr. Nein! Oh, doch! Ich kann das Schwert nicht aufnehmen, was ist denn los mit dem Spiel? Das ist gemein. Ich will auch. Hier, das kannst du aufnehmen. Das ich, kann nichts aufnehmen, ich kann mit nichts interagieren gerade. Morgul-Klinge? Wie Herr der Ringe ist das denn bitte? Ein magischer Dolch, geschmiedet in längst vergessenen Zeiten. Schadenstyp Körper niedrig, extras Gift. Wie Morgul-Klinge. Ja, oh sehr schön. Oh Gott, wie viele Wings es hier gibt. Allein Murray. Ich komm nicht drauf klar. Wow, die wieder.
Eieieiei. Nein, Hilfe. So nicht, mein Freund. Hier steht's gleich. Ja. Achtung! Ups. Kannst du nicht aufnehmen? Doch. Ah! Kann die Morgoth-Dinge aufnehmen. Cool. Achso, muss ich dich vielleicht. Bleib mal hier in den Kreis. Da kommen Leute. Untote, meine Leute, ja. Untote Leute! Wem? So, so, und jetzt? Das funktioniert immer. Das geht aber auch nicht. Mittlere Maustaste ist ja die Fähigkeit deines Stabs, glaube ich. Ja, tut da aber nichts. Tut nichts? Nee. Das ist komisch. Schade. Ist das vielleicht. Ist wahrscheinlich irgendein Billigprodukt aus Taiwan oder so. Wow! Alter! Das passiert davon. Das kommt davon. Das passiert davon. Das passiert davon. Hier ist 30er-Zone, Pop. Healing to the max. Hier ist aber auch nichts mehr, ne? Leider nicht. Bild macht immer so ein bisschen Autoscroll, aber. Lieber Eis. Wow! Hilfe! Oh Gott. Seicht? Ich glaube schon. Ja. Du machst es dir wieder mal einfach. Und ich muss den Schwere mitgehen. Wow! Drei von denen. Wow. Ja, das regnet noch. Es regnet. Ich weiß. Ah, Alter, da ist auch noch einer hinter mir. Ah. Hilfe! Die sind überall. Oh, ich bin ertrunken. Was? Ich bin ertrunken. Abgesoffen. Oh, nein. Alter Schwede. Die haben mich gerade zerrissen. Warum tun die das? Ich hab's gesehen. Ich weiß nicht. Oh, die haben so komische Cthulhu. Das missfällt mir eigentlich so ein bisschen. Eigentlich schon. Finde ich nicht gut. Muss man ernstes Beispiel gerade mit denen reden. Ja, yeah, wieder. Naja, komm. Deiner Philo. Heal mich. Die Zombies sind so nicht das Problem, aber die Baummenschen. Oh, gestorben. Morguls. Was ist los? Ja. Nein. Nein, noch nicht. F. Oh Gott, jetzt. Genau, der ist gegen Heilung immun. Ja. Wow. Alter. Gegen die ganze Zeit, ich brenne. Da ist es mein Feuerstab. Er sagt, die nicht allergisch sind. Zack. Bäm. Nein. Bäm, habe ich gesagt. Geht doch. Nicht schon wieder nass. Ist ja nicht. Warum folgen die eigentlich nur dir? Kann mich nicht trocknen, weil ich eine Feueraura habe. Das ist natürlich. Was? Warum folgen die eigentlich nur dir? Weiß ich nicht. Du ziehst die. Vielleicht rieche ich gut. Du ziehst die ganze Aggro. Ja. Ich bin immer so einer, so von wegen. Ey, du Pisser! Du hast gegen meine Mutter gesagt.
Paul aufs Maul. Alter. Der ist hier voll im Rage-Mode. Kann er so schnell sein, wenn er vorher so langsam läuft? Das macht auch keinen Sinn. Yep. Ab raus, ihm bitte ein Skelett. Wow, da war noch ein bisschen Blitz mit dabei. Eigentlich keine schlechte Idee. Aber gegen die nicht. So. Die brennen sehr schön. Muss ich mir sagen lassen. Da muss man echt mal das komplett umdenken. Ja. Dass die ja gegen Heilung allergisch sind. War das hier? Ja, hier war das. Da kommen sie gleich. Achso. Der wieder. Komm. Wow. Der kommt doch aus dem Nichts. Ich hab den nicht mal gesehen. Ja, Hilfe. Momentan regnet es auch nicht. Das. Mensch, das kann ich zum momentan hier zu dem Wetter in Deutschland auch sagen. Ja, leider ist es nicht so. Wimmt halt wie aus Eimern, glaubst du es? Keine Heilung, keine Heilung. Ja. Keine Heilung. Ach du, die wieder. Ich hab den verwechselt. Ich hab gedacht, das wäre dem sein Bruder. Heiß. Okay. Ach, ich leide noch. Jetzt aber. Oh, oh. Yes! Leider. Bam, auch nicht. Doppelzahl. So. Du gehst mir jetzt auf den Sack, lass mich in Ruhe. Tschüss. Perfekt. Was passiert eigentlich, wenn man. Achso, okay. Hm? Alles gut. Jetzt bist du gegen Heilung immun. Das ist eher ungünstig. Ja. Ja, ja, ja. In Ruhe. Keiner Gesichter. Der ist. Ja. Hier. Oh, haben wir es endlich geschafft. Das ist alles grau. Wunderbar. Moin Vlad, was ist los? Erna Restapa Hopivka Fora Restapa Afgrev. Okay. Ist das die Hintergrundmusik von Diablo? Bei mir kommt gerade gar keine Musik. Warte mal. Sound? Das ist Diablo 2. Ja. Tristan. Genau. Schön, oh, wie ehrlich. Ob sie dafür auch die Rechte gekriegt haben? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die werden von Blizzard einen Arschtritt kriegen. Mehr nicht. Okay, gehen wir mal mit denen. Warum? Okay. Nein! So werden wir ihr Vertrauen definitiv ach, nicht der. Gewinnen. Den sucht keiner, keine Sorge. Okay, den Ei. Okay, Verluste gibt's immer. Einer ist nicht schlimm. Ja, das ist schade. Ah, bitteschön. Gesund. Ja. Bitteschön. Ah. Okay, vielleicht müssen wir wahrscheinlich den ihr. Ah, der hat keine Bedürfnisse. Vielleicht gibt es noch andere Leute mit Bedürfnissen. Axet Feldfrüchte. Axet. Bin mir da nicht sicher, was ich da tun kann. Dünger vielleicht? Ich meine, es regnet ja. Ich brauche ja Wasser. Tschüss an den Darman. Oder
Ach, was ist mit dir? So viele von uns sind schon gestorben. Ich bin so dankbar. In unserem werten Herrn wären wir jetzt alle tot. Hey, da liegt was. Da ist ein Stab. Ist das genau? Nee. Ich hab ihn. Stab des Lebens. Der Stab des Lebens ist ein seltsames Objekt. Es scheint spontan in Gärten zu wachsen. Regenerationsaura. Aktive Fähigkeit, wiederbeleben. So, so. Wachset. Ja, wie soll man die denn so zum Wachsen bekommen? Ich hab die mittlere Maustaste gedrückt, nichts geschieht. Ich muss mich erstmal drucken machen. So. Ach, die wird automatisch geheilt, wenn sie neben mir steht. Ah, vielleicht könnt ihr die Felsfrüchte auch heilen, okay. Ah. Das funktioniert. Wir können uns noch nicht mal darüber teleportieren. Wie soll das denn gehen? Ich bin mir da nicht sicher. Also ich habe ja diesen Stab erhalten, ich habe gedacht, das bringt was, aber irgendwie bin ich total verwirrt, weil mir bringt es doch nichts. Hat das was? Vielleicht geht's auch einfach nicht, ich weiß es nicht. Nee? Nee? Ja, aber schade, was will die hier? Ach, die jammert nur rum, dass viele gestorben sind. Gucken wir mal oben, vielleicht sind da ein paar Leute, die mir helfen können. Die sind ja so nett. Ach, da ist schon ein Schloss. Entschuldigung. Okay. Okay, das ist jetzt also wirklich eine Quest. Okay. Also. Nochmal von vorne. Was für ein Ärger. Weg mit euch. Nichts als Ärger. Warum okay. Ist hier keiner mehr da? Die sind alle verletzt. Sehe ich gerade. Geh mal daneben und heil die. Tut mir leid. Aha. Ich kann endlich wieder tanzen. Mir ist gerade nicht nach Tanzen. Okay. Ich komme mit meiner Aura zu euch und helfe euch. Wir sind alle schrecklich krank. Ja, okay, sehe ich. Ja, stimmt, sie sind alle. Okay, dann wollen wir nochmal helfen. So. Heal. Ja, unser Herr hat uns reingelegt. Ihr könnt also unsere Krankheiten heilen. Ja, können wir. Hier hinten bei dem Haus vielleicht noch? Hier, gute Frau. Okay, jetzt jammert sie nur rum, dass die Pflanzen nicht wachsen. Es geht also nur darum, die Leute zu heilen. Mal gucken, was Vlad jetzt sagt. Aha. Aha. Hä? Frag mich nicht. Ich hab keine Ahnung, was hier vor sich geht. Eine wütende Meute. Das ist immer die beste Meute. Mhm. Da ist das Logo der Entwickler. Über ja. Der Tür. Voll gut. Oh, man sich hier verewigt. Da ist überhaupt keiner. Das kann man ein bisschen überraschen. Aber da dafür habe ich euch geheilt, Feiglinge. Ist das vielleicht ein Bug, weil da war doch gar gerade keiner, oder? War da bei dir jemand? Nö, da war niemand. Die Tür ging einfach nur mysteriös auf. Mich deucht ja. Dass vielleicht hier ein junger Mann leben kann, den wir vielleicht schon kennen. Aha. Er lernt Angst. Der König des Waldes. Angst? Was ist denn Angst? Ist es Schnee? Was macht Angst? Keine Ahnung. Es ist Eis. R. S. E. Angst. Was? R. Okay. S. E. Ei, ja. Okay, aber wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, was es tut. Wahrscheinlich werden Gegner dadurch gefiert. Das lag wieder. Aha. Gräber, er justifus auf Blödinut Ilski Bilski.
Ita Gräber et Midgard, Erik nimmt den Klamm. Lüttig will. Lüttig will. Na dann. Viel Glück vor allem. Das Glück auch noch so in Gänsefüßchen gepackt. Hier ist ein Spiegel. Hey! Hey, das ist der Typ aus Loom! Wie gut ist das denn? Wer Loom von euch nicht kennt, das ist ein altes LucasArts Adventure. Genau. Sehr schönes Spiel übrigens. Auf jeden Fall auch eines der besten Adventures, die jemals gemacht wurden. Da ist noch ein Zauberspruch. Erlernt. Betörung. Wie geht der denn? Ja, wir haben 12 von 21 Sprüchen. Das heißt, wir haben schon über die Hälfte. Betörung geht, Heilung, Schild, und Stein. Okay, ja. Wir werden das erleben. Leute betören oder Frauen willenlos machen, ich weiß es nicht. Da liegt einer. Ein Typ mit einer Peitsche, der einen Lederrock trägt. Yeah. Ich hab's gewusst. Nie du bis Batz, Verräter. Nie bis hier. Nie bis brennt der Nöse ösöd an Didre. Nie necke on ihre Ermet jelpen mi gehört. Nei, nie bis kraten upekta bot mi sankre slotu. Derium hi, du wo het block die slotte i treskira. Ho! De werkbar Menul no kombalus mit fürs Kreckring öde, nie leber mi nul wall, je dörren erklemmt. Imba nie dörren jeterata nobi dunkel, urik die Welt, fatningen mo mit gor je weh. Jetzt bin ich mal gespannt. Vampiri. Oh nein! Nein! Ne? Oh Gott! Wahnsinn! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin erschüttert. Boah, hier. Yeah. Okay, der ist auf jeden Fall super schnell. Er hat eine Schutz. Er hat eine Schutzaura. Kann man diese Aura aufheben? Ich verstehe das nicht. Schaden wahrscheinlich. Wow! Ach du Scheiße! Ich bin tot. Ich weiß. Ich brenne. Hilfe! Ich hab dich durch meinen Stab wiederbelebt. Den Stab brauche ich, den darf ich nicht verlieren. Der ist Gold wert. Beeindrucken. Ich weiß. Uiuiui. Ach du Scheiße. Das muss mir so schnell sein. Feuer hilft. Feuer hilft auf jeden Fall. Oh, Alter. Schon wieder tot. Ach du Scheiße. Oh, das war jetzt richtig viel Schaden, den er gekriegt hat. Was hast du das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich stand neben mir einfach. Du bist nass, oder? Ich weiß. Ich kann grad nicht. Oh Gott. Danke. Was macht der als? Steht. Wow! Nein! Grad! Verräter! Du musst sterben! Ui! Ach du Scheiße! Ja, ich schmeiße einfach mal Feuerbälle, weil das irgendwie gerade funktioniert. Achtung! Okay. Geh weg! Er hat einen magischen Lustdolch. Oh Mann! Hä? Hat man einen Zauber aufgehoben, der Schweinehund? Der macht die ganze Zeit diesen Zunichtung-Zauber, dass ich nicht mehr zaubern kann. Hau ab! Oh Gott, ich brenne. Niflheim? Was? Portus. Oh nein, schon wieder. Was tut es nur? Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank. Okay, aber Vlad lebt noch.
Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich immer wieder sehen. Kapitel 10. Erst Grimm, dann Fango. Nach einem Missverständnis griffen die Zauberer den Grafen an, der gar nicht anders konnte, als sie in ihre Schranken zu weisen und in die Unterwelt namens Niflheim zu bannen. Dort sollten sie jemanden suchen, der sie wieder in die Welt des Dinglichen bringt. Darüber würde ich gerne mit meinem Anwalt sprechen, bevor ich da hinkomme. So, mal schnell in die Aufnahme lunzen. Oh, das Spiel wurde unerwartet beendet. Herrlich, ich hab Black Screen. Oh, okay. Ja, aber meines Erachtens nach ist das ein guter Zeitpunkt, genau, aufzuhören. Wir haben hier gesaved, von daher alles sicher. So, liebe Freunde, das war's erstmal mit der ersten Runde Magicka. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei Magicka wieder einschalten. Was passiert in der Unterwelt, das wissen wir bisher noch nicht. Ich werde jetzt mal meinen Anwalt anrufen und mal fragen, ob das so richtig ist. Und Vlad verklagen, weil so steht das nicht in meinem Arbeitsvertrag. Dafür wurden wir nicht entsandt. Dafür wurden wir nicht entsandt, ja. Aber wir sind ja der Typ aus Loom, der hat noch einiges zu sagen nach all den Jahren, von daher. Genau. Wird das schon hinhauen. So, also, wir sehen uns wieder bei Magicka. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Haut rein und bis bald. Tschüss.